Ja, hallo. Ich bin ein bisschen aufgeregt, denn ich habe vor, die 8 kognitiven Funktionen zu interviewen. Und heute habe ich schon meinen ersten Gast im Studio, und zwar das NI oder die introvertierte Intuition. Und die introvertierte Intuition ist ein Philosoph. Sie fragt, warum, und sie möchte alles verstehen. Und dazu wechselt sie ständig ihren Blickwinkel. Und man sagt ihr außerdem nach, dass sie in die Zukunft schauen würde und sich selbst beim Denken zusieht. Die introvertierte Intuition gilt als die seltenste von den 8 Funktionen. Es sind nur etwa 10% der Menschen, die die Welt auf diese Art und Weise wahrnehmen. Und als stärkste Funktion haben sie der INTJ und der INFJ und als zweitstärkste Funktion der ENTJ und der ENFJ. Und auf viele Menschen wirkt diese Art und Weise zu denken ein wenig seltsam oder fremdartig. Und das ist der Grund, warum viele Menschen, die diese Funktion haben, sie ein bisschen verstecken und im Hintergrund halten. Und sie reden nur mit den Menschen, die ihnen sehr, sehr nah sind, denen sie vertrauen, darüber, wie sie die Welt wirklich wahrnehmen. Und ja, wie ich schon sagte, das NI sitzt jetzt schon mit mir hier im Studio. Und ich sage herzlich willkommen. Und wie geht es dir? Warum stellen Menschen einander diese Frage? Welchen Sinn hat sie? Wollen sie wirklich erfahren, wie andere sich fühlen? Oder steckt etwas anderes dahinter? Ah, schönes Wetter heute, findest du nicht auch? NI? Hast du mir zugehört? Ja, die globale Erwärmung. Wo wird das enden? Die Isländer haben gerade ihren ersten Gletscher zu Grabe getragen. Warum gehen wir so mit unseren Lebensgrundlagen um? Was lässt uns diesen Weg beschreiten? Können wir das ändern? Oder ist das unsere Natur? Na gut, ich gebe auf. Genug Smalltalk. Sehr gerne. Was willst du wirklich wissen? Wer bist du? Ein Fragesteller. Ein Antwortensucher. Ein Orakel. Ein Philosoph. Was ist dein Ziel? Die Welt verstehen. Den Sinn von allem. Die große Wahrheit finden, die all die kleinen Wahrheiten in sich vereint. Wie nimmst du die Welt wahr? Sie ist ein großes Ganzes. Alles ist miteinander verbunden. Es gibt einen tieferen Sinn und er ist zum Greifen nah. Ich verstehe ihn schon beinahe. Meinst du damit den Sinn des Lebens? Kannst du ihn mir erklären? Hast du Zeit? 10 Minuten? Du brauchst viele 10 Minuten, um die Welt zu verstehen. Ich suche nach der Antwort, schon solange ich existiere. Wie funktioniert dieses Nachdenken? Ich sammle Informationen. Sie sind wie Puzzleteile. Wenn neue Puzzleteile kommen, dann leuchten die alten auf. Und ich suche ihren Platz im großen Bild. Es verändert sich ständig, mit jedem neuen Teil, das dazukommt. Irgendwann weiß ich dann, was auf dem Bild zu sehen sein wird. Anfangs ist es vage, dann wird es immer klarer. Und mit jedem Jahr brauche ich weniger Puzzleteile, um das Ganze zu erkennen. Bist du so eine Art Sherlock Holmes? Wenn dir dieses Bild hilft zu verstehen, dann kannst du das so betrachten. Man sagt, du könntest in die Zukunft schauen. Hast du übersinnliche Kräfte? Habe ich das? Ich brauche keine übersinnlichen Kräfte als Erklärung, um meine Fähigkeiten zu verstehen. Aber ich schließe nicht aus, dass es etwas gibt, das ich nicht sehe. Wie machst du das denn dann, das in die Zukunft schauen? Ich schaue nicht in die Zukunft. Ich setze nur Muster fort, die ich gesammelt habe. Wie Menschen auf Situationen reagieren. Wie die Dinge zusammenhängen. Es ist einfach für mich. Aber ist die Zukunft nicht unberechenbar? Insbesondere Menschen?
Kann man das wirklich alles voraussehen? Ja. Wenn man die wichtigsten Puzzleteile und Muster kennt, dann ja. Einiges ist schwieriger vorauszusehen als anderes. Kleine Dinge können viel verändern. Manchmal fehlt mir ein wichtiges Puzzleteil, aber meist weiß ich das dann. Und wenn ich mir meiner Sache sicher bin, dann täusche ich mich selten. Wie selten? Ich frage nach dem tieferen Sinn der Dinge. Mit Zahlen beschäftigen sich andere Funktionen. Vielleicht bezweifeln deshalb so viele deine Vorhersagen. Sie können nicht sehen, was ich sehe. Ich kann ihnen die Teile in meinem Unterbewusstsein nicht zeigen. Nicht all diese Verknüpfungen. Es ist viel zu komplex. Könnten sie durch meine Augen sehen, so wie ich durch ihre, dann würden sie verstehen. Es ist ein Fluch und ein Segen. Durch andere Augen sehen? Was meinst du damit? Ich kann die Welt so sehen, wie du sie siehst. Das fällt mir leicht. Wie ist das möglich? Kannst du meine Gedanken lesen? Nein, aber du hast mir genug Hinweise für mein Puzzle gegeben. Ich bin es gewöhnt, die Dinge aus allen möglichen Perspektiven zu betrachten. Ich will letztlich die Perspektive finden, die alle Perspektiven in sich vereint. Ich will das gesamte Bild sehen. Um das gesamte Bild zu sehen, musst du dafür nicht ganz schön weit weg sein? Ja, am Ende betrachte ich alles von sehr weit entfernt. Wie ein Vogel, der hoch über der Welt fliegt. Manchmal bin ich mir gar nicht sicher, ob ich noch Teil der Welt bin. Erkennst du denn da noch Details? Nein, aber das ist mir auch nicht so wichtig. Mich interessiert das große Muster. Es heißt, du schaust dir selbst beim Denken zu. Was ist damit gemeint? Ich frage mich, warum denke ich so darüber? Was steckt dahinter? Dann verlasse ich meine alte Sicht und denke über sie nach. Und jetzt gerade denke ich darüber nach, wie ich über Dinge nachdenke, die ich denke. Puh, es macht da mir einen Knoten ins Gehirn. Wir kommen besser langsam mal zum Ende. Hast du ein paar Schlussworte? Ja. Ich bin auf dieser Welt, um zu verstehen. Ich sehe Dinge, die andere nicht sehen. Wie soll ich sie erklären? Viele glauben nur ihrer eigenen Wahrnehmung, ihrer eigenen Sicht, bis es zu spät ist. Nehmen wir ein kleines Dorf und einen Wald als Beispiel. Ein NI betrachtet all das Leben und wie es zusammenhängt. Es weiß, wie wichtig der Wald für das Dorf ist. Und dann fragt uns jemand, woher wir das wissen. Die Leute sind ungeduldig. Wir beeilen uns mit Erklärungen, und da wir nicht genau wissen, was die anderen nicht sehen, verlaufen wir uns in Details über die Schönheit einzelner Blätter. Die Macher hören nicht mehr zu, und sie verwerfen unsere Ideen als Zeitverschwendung. Und dann gehen sie los und roden den Wald mit all den fatalen Auswirkungen, die wir vorhergesehen haben. Das Dorf stirbt, viele gehen weg, und andere versuchen verzweifelt zu überleben. Deshalb ist das hier so wichtig. Wenn du ein NI im Kopf hast, ganz ähnlich wie ich es bin, so lerne ihm zu vertrauen. Vertraue auf deine Intuition. Lerne, ihre Stimme zu erkennen. Übe, lerne, sie einzusetzen. Andere haben dir so oft nicht geglaubt, dass du an deiner Intuition zweifelst, obwohl sie sich wieder und wieder als wahr herausgestellt hat. Jetzt hast du Angst, darüber zu sprechen, was du siehst. Heile diese Verletzung und hilf deiner Intuition, ihre Ideen so zu kommunizieren, dass andere sie verstehen.